In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit einem Instrument des Personaleinsatzes, der Entsendung und Betreuung von Expatriates. Zunächst lernen Sie, was unter Expatriates verstanden wird und welche grundsätzlichen Problemstellungen mit der Betreuung von Expatriates verbunden sind. Danach begleiten wir die X GmbH und ihren Mitarbeiter Max bei seiner Auslandsentsendung. Abschließend verallgemeinern wir die typischen Phasen, die ein Expatriate durchläuft, und legen besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse der Expatriates und Unterstützungsmöglichkeiten durch das Unternehmen in den einzelnen Phasen. Expatriates sind nach klassischer Definition Mitarbeitende eines Unternehmens, die für die Dauer von 1 bis 5 Jahren in eine ausländische Niederlassung entsandt werden. Von allen Personalbesetzungsmöglichkeiten ist diese meist die teuerste Variante bei gleichzeitig hoher Misserfolgsrate und hoher Personalfluktuation. Dabei stellt sich die Frage, wie ein Unternehmen, das sich für eine Entsendung von Mitarbeitenden entscheidet, Misserfolge und Fluktuation vermeiden kann. Max ist Produktionsmitarbeiter der X GmbH und hat sich innerhalb der letzten Jahre zum Standortleiter hochgearbeitet. Sein Vorgesetzter ist sehr zufrieden mit seiner Leistung und möchte Max mit dem Aufbau eines neuen Produktionsstandorts betrauen. Dafür müsste Max für 5 Jahre im Ausland arbeiten. Max hat Bedenken. Ein Auslandsaufenthalt ohne seine Frau kommt für Max nicht in Frage. Sie hat aber selbst einen guten Job und müsste diesen aufgeben. Seine Mutter ist pflegebedürftig und er möchte seinen Vater bei der Pflege nicht alleine in der Verantwortung lassen. Außerdem wünscht er sich schon lange Kinder. Er zweifelt aber, ob sein Wunsch mit dem Auslandseinsatz vereinbar ist. Insbesondere Betreuungsmöglichkeiten und hygienische Standards sieht er als potenziell problematisch an. Abgesehen von familiären Angelegenheiten hat er sich bei der X GmbH in den letzten Jahren einen guten Stand aufgebaut. Es ist nicht ganz klar, wo Max nach seinem Auslandsaufenthalt eingesetzt werden soll, da 5 Jahre ein sehr langer Planungszeitraum sind. Die Unklarheit verunsichert Max. Sein ganzes Lebensumfeld und damit auch sein Lebensstil würden sich stark verändern. Max Vorgesetzter zerstreut seine Bedenken. Das mit der Familie ließe sich schon regeln, zumal Max als Expatriate eine deutliche Einkommenssteigerung erfahren würde und er Frau und Großeltern mit allem Nötigen versorgen könnte. Mit den Erfahrungen, die Max während seines Auslandseinsatzes sammeln würde, wäre er ein wertvoller Mitarbeiter, sodass sich sicher eine attraktive Position für Max finden würde und ein neues Lebensumfeld wäre fast wie Urlaub auf Firmenkosten. Max beschließt also, mit seiner Frau die Auslandsentsendung anzutreten. Bei Ankunft sind beide fast euphorisch und fasziniert von der Kultur, dem fremden Essen und der Architektur. Sie besichtigen viele Sehenswürdigkeiten im Umkreis. Auch Max' neue Position im Unternehmen gefällt ihm, da er vor Ort einer der Hauptentscheidungsträger ist. Im Laufe der Zeit ändert sich Max' Wahrnehmung seiner Auslandserfahrung. Er fühlt sich häufig gestresst und leidet regelmäßig an Schlaflosigkeit, Magenproblemen und Kopfschmerzen. Sowohl die Zeitumstellung als auch die Klimabedingungen empfindet er nun als unangenehm. Auf der Arbeit und im Privatleben kommt es häufig zu Missverständnissen bei der Kommunikation. Sein Projekt schreitet deshalb langsamer voran als erwartet. Max weiß aber auch nicht, wie er sich in diesem andersartigen Umfeld verhalten soll, um erfolgreich zu sein, und empfindet die Belastung durch seine Aufgabe zunehmend als erdrückend. Seine Frau hat für ihn ihren Job aufgegeben und langweilt sich nun zu Hause. Sie hat das Umfeld inzwischen oft genug erkundet und sehnt sich nach Freunden und Familie. Auch Max vermisst sein vertrautes Umfeld und wünscht sich, nach Hause zurückzukehren. Max und seine Frau überstehen diese Phase und schaffen es sich, im weiteren Zeitverlauf in die Gesellschaft zu integrieren, verbringen Zeit in Sportvereinen und bauen einen Freundeskreis auf. Langsam entwickeln sie ein Verständnis für die Kultur ihres Gastlandes sowie Wertschätzung für die Gegebenheiten ihres Umfelds. Sie bemerken sogar, wie sie einige Angewohnheiten ihrer neuen Freunde und Nachbarn übernehmen. Nach 5 Jahren hat Max sein Auslandsprojekt erfolgreich abgeschlossen und kehrt nach Hause zurück. Die Kolleginnen und Kollegen heißen ihn herzlich willkommen und er berichtet mit Begeisterung von seinen Erfahrungen. Mit der Zeit interessieren sich aber immer weniger Kollegen für Max' Geschichten. Er hat das Gefühl, dass niemand seine Hinweise, was im Ausland anders oder besser gemacht wird, hören möchte.
Generell hat sich aus seiner Sicht die X GmbH stark verändert. Sein ehemaliger Vorgesetzter hat das Unternehmen verlassen und mit ihm die Karriereversprechungen, die er vor seinem Auslandsaufenthalt gegeben hat. Max übernimmt zunächst die Co-Leitung seines ehemaligen Standorts unter der Führung eines ehemaligen Kollegen. Während er im Ausland einer der Hauptentscheidungsträger war, ist er nun einer unter vielen und tut sich schwer, sich in seine Rolle einzufinden. Auch außerhalb seiner Funktion fällt es ihm schwer, sich zu integrieren. Max' Ansichten, Gewohnheiten und Werte haben sich verändert und diese Unterschiede zu seinem Umfeld fallen ihm verstärkt auf. Seine Frau Lisa hat Schwierigkeiten, nach 5-jähriger Pause vom Job eine neue Anstellung zu finden und macht Max deswegen Vorhaltungen. Umzug und Neuanfang stellen beide erneut auf die Probe. Max weiß nicht weiter und zieht die Suche nach einem neuen Job in Betracht. Zusammenfassend hat die X GmbH bei der Betreuung ihres Expatriates nichts getan, um Misserfolg und Personalfluktuation zu vermeiden. Max ist ohne Vorbereitung unter falschen Erwartungen ins Ausland gegangen und von Seiten der Zentrale aus den Augen verloren worden. Seine Rückkehr wurde nicht vorbereitet und nun läuft die X GmbH Gefahr, Max als Mitarbeiter zu verlieren und mit ihm wertvolles Humankapital. Betrachten wir deshalb, was die X GmbH bei Max Betreuung hätte besser machen können und welche Maßnahmen ihm bei der Erfüllung seiner Anforderungen in den verschiedenen Zeitabschnitten geholfen und sein Wohlbefinden geschont hätten. Vor Abreise ging es Max gut. Allerdings hätte die X GmbH hier schon Maßnahmen zu seiner Unterstützung ergreifen müssen. Ein Mentor, der im Idealfall einen ähnlichen Einsatz wie Max bereits erlebt hat, hätte Max ein realistischeres Bild dessen geben können, was ihn erwartet, als das Zureden seines damaligen Chefs. Damit Max Leistungen später besser beurteilt und gewürdigt werden können, hätten Kommunikationsprotokolle helfen können. Darin wird vereinbart, wie, wann, mit wem und worüber Informationen ausgetauscht werden. Die Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit solcher Protokolle soll eine abnehmende Kommunikation im Zeitverlauf verhindern. Generell hätte Max aber schon vor Abreise alle relevanten Informationen über seinen geplanten Aufenthalt und Zielland erhalten sollen, ebenso wie eine schriftliche Vereinbarung über seine anschließende Karriereoption. Für einen guten Start vor Ort hätte Max sicher Training im Umgang mit der Kultur, vielleicht sogar im Rahmen eines Vorabbesuchs des Standorts und Unterstützung bei den Umzugsaktivitäten weitergeholfen. Bei Ankunft ist Max aber noch euphorisch gewesen. Man nennt diese Phase auch Honeymoon-Phase, weil Expatriates ihre neue Situation typischerweise wie in den Flitterwochen durch eine rosa Brille sehen. Alles scheint perfekt. Sobald dem Expatriate das Ausmaß der Andersartigkeit seines neuen Umfelds bewusst wird, stellt sich oft ein Kulturschock ein, der auch von physischen Symptomen wie Schlaflosigkeit, Magenbeschwerden und Kopfweh begleitet werden kann. Mit zunehmender Anpassung an das Umfeld steigert sich das Wohlbefinden aber wieder. Der Mentor zu Hause hätte Max während seines Auslandsaufenthalts über Veränderungen auf dem Laufenden halten können. Ein weiterer Mentor vor Ort hätte Max Integration unterstützen und ihn zum Beispiel in Verhaltensweisen zur schnelleren Zielerreichung coachen können. Gleichzeitig sollten aber die Kommunikation und der Informationsfluss auch mit anderen Stellen im Unternehmen, wie der ursprünglichen Abteilung sowie eventuell der zukünftigen Abteilung und der Personalbetreuung aufrechterhalten werden. Die Ermöglichung regelmäßiger Heimatbesuche hätten Max Heimweh eventuell reduziert, da die Zeitabstände zwischen den Wiedersehen nicht so lang wären. Auf jeden Fall hätte aber Max Rückkehr und insbesondere sein weiterer Einsatz im Unternehmen besser geplant werden müssen. Bei Max Rückkehr lässt die Freude rasch nach. Er stellt fest, dass er sich selbst sehr verändert hat und dass auch zu Hause die Zeit nicht stehen geblieben ist. Seine Integrationsschwierigkeiten, veränderten Gegebenheiten und enttäuschten Erwartungen lösen bei Max ein erneutes Stimmungstief aus. Im Idealfall für die X GmbH erholt er sich davon wieder und passt sich an die neuen Gegebenheiten an. Um diesen Prozess zu unterstützen, könnte die X GmbH Maßnahmen zur Reintegration unternehmen, wie Netzwerkveranstaltungen oder Einweisungen. Max Privatleben hat durch seinen Auslandseinsatz gelitten. Die X GmbH hätte zumindest Konfliktpotenzial und Stress vermeiden können, indem sie zum Beispiel ein Umzugsunternehmen gestellt hätte oder seiner Frau Qualifizierungsmöglichkeiten oder Unterstützung bei der Jobsuche angeboten hätte. Auch eine Finanzberatung oder steuerliche Beratung wären wertvoll für Max, um eventuelle Doppelbesteuerung zu vermeiden. Und ein Erfahrungsaustausch könnte Max helfen, sich wieder zu Hause einzugewöhnen.
Generell könnte die X GmbH Max mehr Wertschätzung vermitteln und versuchen, eine seinen neuen Qualifikationen entsprechende Stelle zu finden und von seinen neuen Erfahrungen auch zu profitieren. Mit diesen Maßnahmen könnte die X GmbH versuchen, die Kulturschocks für ihre Expatriates abzumildern. Die Schwierigkeit liegt darin, ein angemessenes Paket zu schnüren, das sowohl wirtschaftlichen als auch menschlichen Bedürfnissen gerecht wird. Welches Maß an Unterstützung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Person selbst, der Dauer des Einsatzes oder dem Ausmaß der Unterschiedlichkeit aufeinandertreffender Kulturen. Die Betreuung der Expatriates ist hier eng verknüpft mit der Personalauswahl, Planung und Entwicklung. Sie haben gelernt, was Expatriates sind und welche potenziellen Probleme mit ihrer Entsendung verbunden sind, wie ein beispielhafter und ein typischer Expatriation-Prozess aussehen und welche Maßnahmen ein Unternehmen ergreifen kann, um die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Entsendung von Mitarbeitenden zu erhöhen.